Also haben wir hier verschiedene Eisenwarenhändler. Und bei allen wird solche, auf der Theke, bei der Kasse, wird solche Luftgewehrmunition angeboten. Der Preis ist etwa 7 Euro pro 500 Stück Diabolos Kaliber 4,5 mm. Und da habe ich mal hinten nachgeschaut und dort steht, die Munition wird hier in der Nähe von mir hergestellt, also 20 Kilometer von mir entfernt. Und wir haben am Samstag einen Film gedreht für den Kanal Moco Wiesel in dieser Straße, wo diese Firma registriert ist. Und da dachte ich mir, ich mache jemanden einen Film, wie dann diese Munition hergestellt wird. Und habe versucht dann den Chef zu erreichen per E-Mail. Der hat sich aber nicht geantwortet. Da habe ich ihn angerufen. Da war eine Telefonsekretärin und das war alles auf Slowenisch. Wir sind dann nach den Dreharbeiten hin, wollte schauen, wo dann die Firma liegt. Und es war ein Familienhaus, also ohne Bezeichnung der Firma, welches hinter dem Haus eine Halle hat von vielleicht 10 mal 20 Metern. Und diese Halle sieht mir aus wie ein Warnlager. Demnach kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, diese Munition wird hier nicht hergestellt. Die wird gleich eingeführt aus Slowenien, dort hergestellt. Oder aber sie kommt aus China und wird dann hier einfach neu verpackt. Ich kenne noch die Munition aus den Ex-Jugoslawien und die war ziemlich schlecht, die war beschädigt, aber diese Diabolos sind verhältnismäßig gut. Es ist keine Profi-Munition, aber sie ist rund, ohne Beschädigung und einfach nicht schlecht als ein Zahlungsmittel nach dem Kollaps. Ich weiß noch, früher konnte man auch vielleicht für 50 Schuss konnte man einen Fasan bekommen oder einen geschossenen Hasen, weil die Leute einfach diese Munition gebraucht haben und die gab es nicht. Ich habe sie aus Deutschland immer mitgebracht und wir haben wirklich jeden Tag, wir Kinder, also von 13 bis 19, jeder hat ein Luftgewehr gehabt und wir haben jeden Tag so eine Schachtel verschossen. 500 Schuss. Die Zeit vor den ganzen Computern, die zwar die Zeit vor dem Nintendo, vor dem vor Game Boy. Und das hat uns wirklich Spaß gemacht. Mehr Spaß als jetzt den Kindern, die dann an dem Handy rumhängen. Nun ja, ich weiß noch, mein Vater, der hat einen Apfel in die Luft geworfen und konnte mit dem Luftgewehr den Apfel treffen, bevor er auf die Erde fiel. Und der war oft den ganzen Vormittag damit beschäftigt, auf Streichhölzer zu schießen. Er hat die Streichhölzer festgeklemmt und Ranger-Streichhölzer. Und er versucht dann mit dem Streifschuss, mit dem Luftgewehr, die Streichhölzer anzuzünden. Das war früher so eine Beschäftigung für Männer. Wer zuerst so ein Streichholz, es schafft, ein Streichholz so anzuzünden. Damals waren noch die ganzen Italo-Western, Mode, Bud Spencer, Terence Hill. Das waren noch richtige Zeiten für richtige Männer damals. Wenn man jetzt sich die Luftgewehre anschaut oder die ganze die Waffen auf Luftdruck, dann sieht man, dass man jetzt bei 5,5 mm, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, es sie zu verbessern. Es haben früher hier auch Leute gemacht, also 5,5 wird leicht umgebaut auf Kleinkaliber. Das ist dann 22 und 22 gibt es verschiedene Kalibermöglichkeiten, also 22 Long Rifle, 22 Magnum, 22 Kurz, 22 Hornet, 22 Remington und ähnlich. Und es ist ja auch ein Kaliber, was dann auch die neuen Sturmgewehre haben von der NATO. Da habe ich mal nachgeforscht. Es gibt hier ein Viertel billigere Munition als die hier,
aus dem Ausland und ist wirklich Profimunition von HN. Bei Hunter KG heißt der Laden. Und da würde sich schon lohnen, dass man sich mit so Munition eindeckt, wenn man auch selber keine Waffen hat. Weil immer kann man damit irgendwie Tausch betreiben, wenn das Geld dann nichts mehr wert ist. Waren die Luftdruckwaffen, die wurden vorher richtig gut gemacht, also besser als die Feuerlader. Aber das Problem war, die waren zu teuer. Es war schwieriger, die herzustellen, wegen den ganzen Dichtungen. Der Wilde Westen wurde ja auch durch oder mit Luftdruckwaffen erobert. Es gab dann verschiedene Forscher. Zwei davon haben als erstes den Osten mit dem Westen verbunden. Und die hatten auch Luftdruckwaffen bei sich, Kaliber 10 mm. Mit den Luftdruckwaffen konnte man dann auch einen Grizzly erschießen, einen Elch, einen Hirsch. Man musste aber nur pumpen. Und die Luft kam dann wurde dann eingepresst entweder in so Kugeln oder einfach in dem Schaft, da war auch so ein Zylinder eingebaut. Was Ähnliches haben wir jetzt mit den CO2-Kartuschen. Die reichen etwa für 60 Schuss. Und solche Windbüchsen, mit denen haben die Tiroler auch die Franzosen vertrieben. Also, wie gesagt, das System ist einfacher, aber es ist schwieriger herzustellen. Und wenn jetzt jemand Luftdruckwaffen hat, schlage ich vor, er tut die Dichtungen austauschen, wenn da zum Beispiel Kunststoff ist oder Leder, dass er dann die Dichtung austauscht, zum Beispiel mit Teflon. Teflon ist dann viel besser und hält auch länger. Ach ja, wir haben hier zum Glück im Land einen Fabrikanten, der Munition herstellt. Ist aber leider nur 9 mm Parabellum und Kaliber, die dann für die Jagd benutzt werden. Was auch richtig schade ist, weil wir haben ja auch unser eigenes Sturmgewehr, das WHS. Aber dafür haben wir keine Munition im Kaliber 223. Und da muss man halt die Munition einkaufen bei den muslimischen Bosniern. Die haben bei Konitz eine Fabrik, da tut auch die NATO einkaufen. Oder aber man kauft auch bei den Serben, unseren alten Feinden. Oder man bekommt alte Munition von der NATO geschenkt. Dann ziemlich scheiße, dass man selber keine Munition herstellt. Der Hersteller von der Munitionsfabrik hat auch nicht die Kaliber 7,62, obwohl die hier auch geläufig sind. Also 7,62 mal 25 mal 39 und 54 Rand. Demnach sind wir ziemlich in der Scheiße. Wir haben keine Fabrik wie Dynamit Nobel. Wir haben keine Fabrik wie zum Beispiel Deutschland einige hat. Und ich denke, das wird ziemlich schwer sein, nachher zur Munition zu kommen. Und es gibt da eine Daumenregel, die ist von mir. Für Feuerwaffen sollte man sich mindestens 1000 Schuss eindecken. Und bei Luftdruckwaffen 10.000 Schuss. Und die Faustregel ist auch, weniger Rohre, mehr Munition. Also keine 5 Knarren, man kann nur höchstens 2 tragen, sondern mehr Munition einkaufen, die ist dann viel wichtiger. Und die einheimischen Jäger, so wie ich die kenne, die haben oft nur vielleicht 10 Schuss für den Karabiner. Und in Notzeiten wird es einfach nicht reichen. Okay, das wäre es nun fürs Erste. Wie gesagt, wer Geld hat, wer Geld anlegen will für den Blackout, der kann sich ruhig jede Menge von
so Munition einkaufen. Die verdirbt nicht, die ist unbegrenzt hart haltbar. Aber er sollte dann auch die Kaliber kaufen, verschiedene Kaliber kaufen, also 4,5, 5,5, vielleicht auch 6,35. Damit er dann, dann vielleicht nachher tauschen kann oder was anderes dafür bekommt. Und es ist auch legal, man kann legal einen Kubikmeter solcher Munition zu Hause haben. Verboten ist es nicht, aber es wird nachher im Blackout eine ziemlich gefragte Ware sein.